24 Stunden Steam August Incoming. Ich hab auch mal voll Bock, oder ich hätte auch mal voll Bock, so einen 24 Stunden Stream zu machen, aber ich glaube, das wäre komplett kaputt einfach. Auch vor allem wegen meinen Eltern halt, weil ich nachts einfach dann nicht, weil ich nachts dann nicht, noch hier so laut reden könnte, weil die ja auch irgendwann schlafen wollen. Das wäre das einzige Problem, was so einen Stream verhindern würde. Mit Alkohol. Nee, also ich würde es ohne machen auf jeden Fall. Obwohl ich da, wie gesagt, voll Bock drauf hätte, sondern 24 Stunden Stream. Aber wie gesagt, das würde nicht funktionieren. Das ginge höchstens, wenn meine Eltern mal nicht da sind oder so. Aber das ist ja aktuell auch eher unwahrscheinlich durch bestimmte Krankheiten, die aktuell existieren. Hat Alkohol? Nein, Emre. Höchstens meine Eltern haben Alkohol da, aber ich habe kein Alkohol da und ich trinke auch kein Alkohol. Habe ich schon oft gesagt, ich habe noch nie mehr, also ich habe schon mal was getrunken, aber das war ein einziges Mal und auch nur ein Glas Wein. Also mehr habe ich noch nie in meinem Leben getrunken und will ich auch nicht trinken. Das ist ein Video lang, aber eher nach eventueller Anspielung alternatives Vorhaben. Okay. Ich habe Bennys neues Video noch gar nicht geschaut, deswegen keine Ahnung. Pappmacho schläft jetzt fest. Macht Geräusch, wacht auf. Okay. Also, keine Ahnung, was die schon wieder labern. Irgendein Pappmacho-Hals. Ach, das hier ist ein Pappmacho-Gegner oder was? Und der blockiert den Weg hier oder was? Ach so, das mit prinzipiell Bock drauf haben, war bezogen auf den 24-Stunden-Stream. Sorry, da habe ich mich voll versprochen, scheinbar. Voll dumm formuliert, sorry. Das kam voll falsch an. Ihr wisst doch, wie ich das meine. Als ob ich jetzt plötzlich anfange, voller Alkoholiker zu werden oder so. Ihr wisst doch, dass ich keinen Alkohol mag. Hoffe ich zumindest. Wer mich kennt, weiß das. Oh Mann, ey. So, was haben wir jetzt sonst noch? So, wir können da hinten auf jeden Fall noch lang. Da zum Haus der Mysterien komme ich ja scheinbar nicht hin, wenn der Pappgegner da im Weg ist. Oder komme ich da irgendwie durch? Ich muss mir das mal ganz kurz angucken. Also der ist im Weg, da komme ich nicht hin. Da war ich schon drin, da oben war ich auch. Wenn ich jetzt hier hochgehe, hier drumherum kann ich ja schlecht springen. Irgendwie, das geht scheinbar nicht. Also das funktioniert. Oder komme ich von hier aus? Nee, von da aus geht's auch nicht. Wenn ich mir die YouTube-Videos anschaue, muss ich selber merken. Was genau willst du jetzt damit sagen? Cube. Wo ist denn hier noch ein Toad? Meinst du, dass ich jetzt keinen Alkohol trinke oder was genau meinst du? Doggen. Ah, dadurch wird er wach, alles klar. Pappmacho wach, geht jetzt. Aber wo ist der Toad, der hier gerade angezeigt wurde? Du hast gerade gesagt irgendwas mit, du magst Alkohol, oder? Ich mag kein Alkohol, Cube. Ich bin gefühlt der größte Alkoholgegner, der existiert so. Wieso geht's? Ich habe keine Ahnung, Benny. Woher soll ich das wissen? Mann, ey. Vor allem dann auch in meinen Streams. So, dich machen wir kurz kaputt hier. Boah, der geht einfach in seinen Panzer rein, krass. Boah! Hab mich verhört. Ja, muss er besser hinhören. Na, ja, gesagt, so wenigstens ist dafür, dass man lustig im Mario herumruft. Ja, und nein, ich sag nichts. Ich wollte gerade was Dummes sagen, das sage ich aber nicht.
Zuschauer passen sich an den Streamer an. Hallo? Was soll das denn bitte heißen? Das macht ja voll das falsche Bild von mir. Dass du auch so denkst. Das ist aber wahr. Also, ich sag oft, was ich denke. Nicht immer, das gebe ich zu, aber oft. So, wo zum Teufel ist denn? Hier ist doch ein Toad. Warum klingelt das hier? Cube, weißt du das gerade, wo ich hier noch was vergessen habe? Oder irgendwie anders vielleicht? Weil ich sehe gerade nicht, wo hier ein Toad sein soll. Ich glaube, das war Cube, war meine Nachricht gerichtet. Okay. Keine Ahnung. Oder geht der jetzt hier unten noch gar nicht als gerettet oder so? Warte mal. Doch. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn da noch ein Toad jetzt bitte? Was geht bei dir ab? Jetzt bin ich verwirrt. Wie viel Festplattenspeicher habe ich eigentlich noch? Okay, es reicht noch dicke. Wir können auch die ganze Nacht durchstreamen. Wenn wir wollen. Ach, geht's hier? Nee, jetzt sah gerade kurz so aus, als könnte man hier hinterlaufen irgendwie, aber scheinbar nicht. Wo ist denn hier noch ein Toad? Drei. Hä, Cube? Cube, was? Was meinst du? Worüber redest du? Wen sprichst du gerade an? Jetzt bin ich. Jetzt bin ich komplett lost. Ach so, ach, 3 Kilo. Oh Gott, ich kann, ja. Kilobyte, wow. Festplattenspeicher wahrscheinlich. Jetzt war ich wieder lost komplett. Ganze Nacht durchstreamen, gerne. Nee. Ja, ich hab's jetzt auch gecheckt, Cube. Also, keine Ahnung, wo noch ein Toad sein soll. Ich geh erstmal weiter. Ich will jetzt hier nicht irgendwie ewig rumeiern. Und Zeit verschwenden oder so. Noch irgendwas? Nee. Komme ich damit hier rein? Okay, dafür brauchen wir schon auch einen Schlüssel irgendwie. Wie das sollte sein? Ja, Marvin vom Stream, richtig. Das habe ich einfach heute in, während Bennys Stream schon entschieden, dass ich komplett lost sein möchte heute. Hat man ja auch gemerkt. An meinen Chat-Nachrichten. Also heute war ich komplett kaputt einfach. Ich weiß auch nicht warum. So, warte mal. Also hier können wir jetzt irgendwie weiterkommen. Na, hier war ein Sandentor. Okay, ein Toad. Man könnte auch dazu sagen, Emre jeden Tag einen aufstehen. Ja. Du bist immer komplett kaputt. Ja, du wohl nicht, Benny. Boah, bin ich gerettet, aber mein Mund schmeckt nach Asche. Wir brauchen unbedingt eine Erfrischung. Vielleicht spürt eine gute Tasse Tee den Rußgeschmack weg. Im Teehaus der ruhigen Röhre habe ich einen komischen Kerl gesehen, der seinen Tee mit einem Strohhalm trinkt. Ja, die haben wir auch gesehen. War ich ja lost so weit. Also, heute bist du mir bisher noch so gut wie gar nicht lost aufgefallen. Außer das vor den komischen Joke, den du gebracht hast. Aber ansonsten warst du eigentlich nicht wirklich lost, muss ich sagen, Emre. Heute zumindest. So, dann da vorne glüht eine Lampe. Aha. Kann man hier irgendwie...
Das ist ein Teich hier oder was? Ich dachte, das ist irgendwie ein Rasenbeet oder so ein Kram. Jay, was würdest du jetzt damals sagen, Emre? Er trinkt hier einen Strohhalm. Der Shy Guy scheinbar. Ich dachte, dass wir heute mit Wurfstein trainieren würden, doch heute ist Bambusrohrtag. Alles klar, kamen gerade die Ninjis hoch. Ach, Schande über mich. Ich möchte nicht zurückbleiben. Nur etwas geben, mit dem ich unter Wasser atmen kann. Hier, bitteschön. Wer trinkt Tee? Kultivierte Menschen, Emre. Tee ist lecker. Vortrefflich. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Fast als wäre eine Röhre fast Ninjutsu gemacht. Ja, naja, nicht so wirklich. Ich schlage einen Handel vor. Eure Röhre zum Luft holen für meine Wurfsterne. Nun, was sagt ihr? Ja. Ich würde die Röhre aber vorher nochmal, abwaschen. Ach, yay, meinst du? Ja, okay, dann war das jetzt deine erste richtige Lost-Aktion heute, Emre. Oh, Mann. Oh, danke euch, danke euch. Meine Wurfsterne sollen nun euch gehören. Nice. Kann ich die jetzt im Kampf benutzen und meine Gegner mit Wurfsternen abwerfen? Das wäre voll witzig. Da hätte ich auch voll Bock drauf. Aha. Wann erfährt aber nicht mal. Er meint nicht so, ihr willt, ja, ich weiß. Emre ist so los wie das Kling. Was? Ach, wie das Kingdom. Oh Gott, ich hab immer mit Kling gelesen und war auch lost. Also ich weiß auch nicht. Heute ist irgendwie der Tag des. Ups. Der Tag des Lostseins, keine Ahnung. Nee, okay. Hierfür brauche ich scheinbar auch nicht Schlüssel. Picomore, ja. Du bist ja bekannt für Picomore, Benny. War ich hier schon drinne? Nö. Man kennt! Die Gumbas, die sich im Sand verstecken. Oder die, Oh, wie hieß denn noch mal? Vorgestern wusste ich's noch. Die Viecher halt. Warte mal. Nee, so. Du musst dahin auf jeden Fall. Und das. So. Nee. Ah. Ah. Der Tag des Ups. Ja, genau. Der Tag des UPS-Postboten. Oh Gott. Der kann gehen. Also, ich habe jetzt letztens mit DHL auch schon meine Differenzen gehabt. Durch die Lieferung von Paper Mario. Aber UPS ist bei mir noch schlimmer. Die haben bisher zweimal ein Paket geliefert. Und beide Male haben die es komplett verkackt. Das war richtig geil mit denen. Also, weder DHL noch UPS sind bei mir auf hier bin ich nicht gut zu sprechen. Keine Ahnung. Ich höre mal von vielen, dass sie den eigenen Paketdienst von Amazon kritisieren, aber ganz ehrlich, die finde ich gar nicht mal so furchtbar. Mit denen hatte ich bisher noch nie Probleme. Die haben bisher immer alles ordentlich gemacht. Und so, die haben bisher alles super gemacht, aber mit UPS und DHL und so, hatte ich bisher nur Probleme gehabt, von dem, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Man kann nur predikten, in welchen Zügen Bobby Angriff verkackt, okay. Bei dem hat man halt nur super vage Zeitangaben, und meist sind die echt gut. Bei, was meinst du jetzt, Benny? Wo? Was? Ah, hier oben? Ach so. Ah. UPS haben auch diese lauten Trucks. Ja. Bei Amazon-Lieferanten. Hä, nee. Also, ich weiß nicht, was du da für Probleme hast, aber bei den Amazon-Lieferanten habe ich immer ganz genau in der App die Anzeige, wo die gerade sind. Da steht da, noch zwei Stops entfernt. Noch vier, noch zwei, noch drei Stops entfernt und so. Und dann sind sie auch da. Also,
Da habe ich bisher nie Wahrheitsangaben gehabt. Die waren immer sofort da. Bei mir. Also mit denen habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Das Gebäude auf der anderen Seite des Flusses ist das Haus des Heimtücke. Ich schwor niemals wieder dorthin zurückzukehren. Doch mir obliegt die Pflicht, meinen Meister zu rächen. Da steht halt immer... Ja, okay, stimmt, ja. Das ist wahr. Da steht immer bis 21 Uhr. Aber irgendwann im Laufe des Tages steht halt da dann plötzlich noch 3 Stops entfernt dann. Genau, die Zuschauer selbst... Ja, okay, stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, Homepage, seit einem halben Jahr oder so ungefähr, würde ich spontan sagen. Den haben die noch nicht lange, auf jeden Fall. Aber den gibt es inzwischen einfach. Ja, da drin mal seine Brille verloren. Alles klar. So, und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo ich mit dem Wurfstern hin muss. Ja, der ist echt gut, Benny. Da stimme ich zu. Ich habe halt nur mal gelesen, damals, ja, für Prime-Sachen, genau. Ich habe halt mal gelesen, auf Twitter, von LPM, dass er den scheiße findet, weil die bei dem nur Probleme gemacht haben. Aber ganz ehrlich, bei mir noch gar nicht. Unser Predigt kam immer mit DHL, Hermes oder GLS. Also Hermes habe ich bisher, glaube ich zumindest, keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und GLS sagt mir was, aber das hatte ich noch nie gehabt bisher. So, hier bitteschön. Was ist das denn? Ihr wollt ihn nicht haben? Wo muss ich denn da mit den Wurfsternen hin? Hat irgendwas in der Wurfsterne verloren oder so? Okay. Hä? Kann ich die eventuell in dieses Wurfstern-Center bringen? Oder wie auch immer das hieß? Das wäre ja drüben irgendwo, oder? Hi. Kann ich damit irgendwas machen? Ja. Ich verliere etwas den Überblick darüber, wo wir schon waren. Haben wir uns eigentlich schon im nordöstlichen Teil des Parks umgesehen? Haben wir, aber da ging halt nichts. Oder komme ich jetzt irgendwie mit dem Wurfstern da rein? Kann ich dir die irgendwie geben? Hier, hallo? Okay, keine Ahnung. Aber mal nordöstlich. Nordöstlich ist ja... Da war ich doch gerade. Also das Ding ist halt... Hier ist ja offensichtlich noch ein geheimes Zimmer. Aber da komme ich ja noch nicht hin so wirklich. Da muss ich irgendeinen anderen Weg hinfinden. Kann ich mit dem Wurfstern die Tür aufmachen? Nee, oder? Nee. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Okay, Leute, ich bin lost. Wo muss ich hin? Ich dachte, ich muss jetzt einfach die Wurfsterne den Typen geben. Oder kann ich hier irgendwie die Büsche umwerfen oder so? Ah, wow. Marvin, Moment. Was denn für ein Marvin? Ja, okay, manchmal bin ich ein bisschen... Egal. Egal. Ich hab's ja gefunden. Eine Sitzbank, sehr schön. Das sieht man echt nicht irgendwie. Das ist voll gemein, ey. Okay. Manchmal ein bisschen egal. Ja, egal bin ich immer. Ah, guck mal. Den Raum hier kennt man aus den Trailern schon. Hi, Bester!
Oh, du bist Mario. Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer von den Eindringlingen. Ich habe eine höchst verdächtige Gestalt gesehen, die sich hier angeschlichen hat, als ich noch gefaltet war. Der Typ hat grüne Sachen und eine grüne Mütze getragen. Höchst verdächtige Farben. Findest du nicht auch? Das ist wahrscheinlich Luigi. Weiter nicht, aber es ist Luigi. Das war mal wieder ein Blick in die... Oh, Benny. Mann, jetzt bin ich wieder sad. Okay. Also es wird bei Luigi gewesen sein, keine Ahnung. Was haben wir hier drin? Alles klar. Hm, daneben. Viel Glück beim nächsten Mal. Das ist wahrscheinlich der Wurfstern-Typ hier. Mario, hallo. Ich leite das Wurfstern-Dojo. Das ist unsere liebste Attraktion. Normalerweise habe ich so viel zu tun. Aber heute kam kein einziger Besucher. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, um einmal meine Augen auszuruhen. Ja, und bist von deinem Posten weggegangen und falls in der Zeit, wie er kam, hast du den jetzt gar nicht gesehen. Toll. Jetzt sollte ich wohl deshalb zum Wurfstern-Dojo zurück. Kommt doch mal vorbei und seht euch mal das mal an. Keine lange Schlange heute. Ja, mache ich dann gleich. So, kann ich jetzt hier schlafen? Mittagspause, okay, alles klar. Und hier, oh, nett. Ey, nicht mich einsperren. Mario, zum Glück bist du da. Das Shogunland wurde von Origami-Truppen überfallen. Das ist so absolut nicht historisch korrekt. Ich meine, fies, es ist fies. In unserem Dienstzimmer hier findest du alles, was du brauchst, um dich im Schloss zu schleichen. Ganz besonders den... was? Der Schlüssel! Er ist weg! Der Schlüssel ist weg! Oh, meine Stimme ist voll tot einfach jetzt. Der Schlüssel? Er ist weg? Der Schlüssel ist weg! Das ist witzig. Nicht so laut, ich stehe noch direkt neben euch. Oh, tut mir leid, Kleiner. Der Schlüssel ist eben einfach echt, echt wichtig. Mit diesem Generalschlüssel kann man jede Tür in Shogunland aufschließen. Jede Tür? Wow, dann ist das ja quasi der König an der Schlüssel. Die müssen wir finden, egal wie. Aber wenn er verschwunden scheint, ja, ist es wichtig. Toasted Dubben ist Pain. Ja, halt echt. Und das merke ich halt wirklich krass in diesem Projekt hier einfach. Okay, da wird einfach ein Toad von einem Goomba gefressen. Hey, das ist ja Mario. Willkommen in Shogunland. Oder besser, willkommen im Dienstzimmer des Shogunlands. Hier waren wir zwischen den Events die Requisiten auf. Diese Masken da zum Beispiel sammeln schon eine ganze Weile Staub. Probier sie ruhig an oder nimm sie gleich mit. Mach nach immer dir ist. Mir zahlt man nicht genug, wenn es mich kümmert. Ist ja gut. König des Urwalds Maske. Verdächtig vertrauter Primatenlook. Ja, weil das wohl ist. Wo bist du denn nicht mal an, Mario? Was für ein Tier soll das denn sein? Ihr dumpfe Geräusch klingt fast wie ein Donk-Donk. Ich hätte es irgendwie geschrieben, wie ein Donk-Kong oder so ähnlich. Ich mache den Rhythmus. Da werden wir gleich einen Kong dazu... okay, oder so. Einen Kong dazu schreiben. Song meine ich. Oh Mann, das ist schon großartig. Ja, damit können wir uns wahrscheinlich irgendwie... als Pappmaché-Gumba verkleiden, wette ich. Nicht eher Ding-Dong. Emre... Was? Bist du wieder lost? What the fuck ist das denn jetzt gewesen? No, das ist cute. Ich sollte wirklich etwas mehr unter Leute gehen. Ach komm schon, ich kann bald nicht mehr vor lachen. Mario, mit dem Kopf ist es wirklich fertig, den Pappmann zu schergen. Das sieht so schreien aus. Es ist so albern. Sam Smashwitz. Okay. Wahnsinn, Onkel, du bist ja ein echter Komiker. Es wird sich sicher noch als Hütte erweisen, wenn wir sie einmal so sehr zum Lachen bringen müssen. Sie fast zerknittert. Die Jungs sind so super, besser als... Wahrscheinlich schon, Benny. Wahrscheinlich schon. Oh, ich habe so viel gelacht, dass mir meine Knickstelle wehtun.
Oh boy. MU. Ich nenne Emre jetzt immer MU. Das ist ein toller Name, finde ich. Wo ist der Commands? Also Benny hat ihn eigentlich wieder hinzugefügt. Weltalkierin Maske. Ha, die kommt mir so vertraut vor. Na, ich will nur die. Das haben auch nicht alle Tage. Ich glaube, er kämpft gerade gegen jemanden. Das sieht echt spaßig aus. Spacig. Emre ist wieder zum ersten Mal lost. Warum mit Ausrufezeichen, Benny? Ich hatte das ohne gemacht eigentlich. MU, stop being lost. Alles klar. Feuert er mit seinen Händen Beams ab? Das würde ich gerne mal am Samstag im Park versuchen. Am Samstag? Am Samstag meinst du eher? Oh Mann, das ist echt großartig. Das ist echt toll. Ach, mein Spiel ist schon großartig. Das sieht spammig aus. Emre, was? Jetzt bist du wieder lost scheinbar. Ups, das wollte ich gar nicht. Okay, ich will auch was sagen. Ich mache für heute erstmal Schluss, weil es ist spät. Ich würde ganz gern schlafen gehen und keine Ahnung. Ich bekomme langsam auch so ein bisschen Halsschmerzen von meiner ganzen Tonstimme und so. Deswegen war wieder ein sau spaßiger Stream. Auch ciao an die Leute, die auf YouTube zugeschaut haben.